Wenn man an den medizinischen Einsatz von Wasser zum Trinken denkt, kommt einem vielleicht als erstes eine Reihe natürlicher Heilwässer in den Sinn. Da weiß man, dass die dort, wo sie aus der Quelle kommen, meist wirksamer sind, als wenn sie in Flaschen abgefüllt transportiert werden. Der Verlust an Heilkräften kann also nicht an den Mineralien liegen, denn die gehen beim Transport nicht verloren. Man weiß aber heute, dass es bestimmte Gase sind, die entscheidend an der Heilwirkung eines Wassers beteiligt sind. Das überzeugendste, aber auch flüchtigste Gas ist der Wasserstoff, der seit über 10 Jahren ein Hotspot der medizinischen Forschung geworden ist. Man weiß, dass er als selektives Antioxidans gezielt die gefährlichsten freien Radikale bekämpft. Wasserstoff führt außerdem zu einer erhöhten Energieproduktion in den Mitochondrien der Zellen, zur Ausschüttung eines neuroprotektiven Hormons namens Ghrelin, G-H-R-E-L-I-N, und zur Freisetzung des insulinähnlichen Wachstumsfaktors. Alle diese Eigenschaften machen ihn interessant für die Behandlung einer Vielzahl von Krankheiten. Am praktischsten kann man den Wasserstoff in Form von Wasserstoffwasser zu sich nehmen. Das gibt es schon länger als Wasserionisierer, neuerdings auch Wasserstoffinfusionsmaschinen und Wasserstoffbooster. Bei diesen Geräten wird der Wasserstoff durch Elektrolyse erzeugt. Und daneben gibt es noch Wasserstoffwasser, das in Beuteln abgefüllt wird. Alle diese Systeme haben aber einen Nachteil. Das Wasser muss nämlich kalt sein, möglichst kalt, weil der Wasserstoff sich mit zunehmender Temperatur vollständig verflüchtigen würde. Dennoch haben wir eine Lösung dafür gefunden, bei dem sich auch in heißem Wasser unter scheinbarer Umgehung der Naturgesetze ein Trinkpegel von Wasserstoff erhalten lässt, der sich durchaus mit einem Wasserionisierer oder einer Wasserstoffinfusionsmaschine vergleichen lässt. Wir haben dafür eine Formel gefunden, die Magnesium mit Apfel- und Weinsäure kombiniert. Das führt dann zu einem Gasnebel, einem Wasserstoffgasnebel, der nicht so schnell aus dem Wasser davon kann, wie er das normalerweise tut. Eine solche Sprudeltablette der neuen Marke Hydronade oder Hydronate, wenn man es Englisch spricht, macht so kleine Wasserstoffblasen, die sogenannte Nanobubbles, dass sie sich nicht so leicht aus dem Wasser entfernen. Hier in diesem Beispiel haben wir abgekochtes, entgastes Wasser, abgekühlt auf etwa 60 Grad. In kurzer Zeit löst sich die Tablette in einer Viertel-Liter-Tasse auf. Man muss am Schluss nur kurz umrühren und könnte dann eigentlich gleich trinken, wenn es einem noch nicht zu heiß ist. Zu Beginn haben wir etwa 3,8 ppm Wasserstoffkonzentration vorhanden. Das ist sehr, sehr viel. Aber was ich eigentlich zeigen will, dann, wenn man es wirklich gut und leicht trinken kann, nach 15 Minuten entfärben sich immer noch 10 Messtropfen. Das bedeutet, die Konzentration beträgt immer noch 1,0 ppm molekularen Wasserstoff. Das ist das Doppelte von dem, was als therapeutisches Minimum gilt. So ist es uns also gelungen, durch die Verwendung von Hydronade die neue Wasserstofftherapie in alle möglichen Heißgetränkphilosophien zu integrieren. Übrigens, eine Tablette enthält 80 Milligramm Magnesium. Die Tagesempfehlung für Magnesium liegt bei 400 Milligramm. Theoretisch, also wenn wir gar kein Magnesium sonst zu uns nehmen, könnten wir bis zu 5 Tabletten auflösen. Nach der allgemeinen Erfahrung aber reichen 1 bis 2 Tabletten, die erste gleich morgens nach dem Aufstehen mit der ersten Tasse heißen Wassers und die zweite dann vielleicht vor dem Einschlafen abends. Dankeschön.